Ja, Benedikt Haibt, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast halt auch getroffen, ganz wichtiges 1-0 geschossen. Was war heute der Unterschied zum Spiel in Friedrichsthal? Ich denke, wir waren aggressiver im Spiel, haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Die ersten 20 Minuten sind dann besser ins Spiel gekommen, haben uns auch mehr Torchancen erarbeitet und haben auch konsequenter nach vorne gespielt, besser verteidigt. Und ich denke, insgesamt geht auch der Sieg in Ordnung. Ja, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, denke, da waren wir auch läuferisch und spielerisch deutlich überlegen und hätten, ja, wenn wir ein bisschen bessere Chancen nutzen, noch höher gewinnen können. Was war unter der Woche denn bei euch im Training los? Ihr habt euch sicherlich auch über das Spiel von Friedrichsthal unterhalten. Was habt ihr gesagt, muss besser werden? Ja, ich denke prinzipiell in Friedrichsthal war das Problem, dass wir nicht konsequent genug waren bei vielen Sachen. Und wir haben darüber gesprochen, wir dürfen uns nach dem Spiel nichts vorwerfen, dass wir nicht alles gegeben haben. Und ich denke, das hat man heute auch gesehen. Es war deutlich mehr Biss und mehr Kampf drin. Und ich denke, das brauchen wir auch, dass wir insgesamt nachher erfolgreich sind. Nur mit Spielen allein reicht es in der Oberliga nicht. Ihr seid jetzt wieder sehr gut dabei in der Tabelle. Jetzt kommt das Spitzenspiel gegen Reutlingen. Ja. Was erwartest du da? Na, ich denke, gegen Reutlingen, auch die wollen Fußball spielen. Es waren in der Vergangenheit immer umkämpfte Spiele. Aber ich denke, gerade beim Heimspiel und mit dem entsprechenden Rahmen, denke ich schon, dass wir was holen können, gewinnen können, ist auch unser Ziel. Wir wollen wieder oben dabei sein und wollen bis zum Schluss mitmischen. Du persönlich, wie bist du bisher mit deinem Saisonverlauf zufrieden? Ja, am Anfang der Saison ein bisschen Probleme gehabt, körperlich, dann hat sich mittlerweile gelegt. Natürlich aufgrund der langen letzten Runde gegen November sind ein bisschen die Körner ausgegangen. Aber denke, insgesamt so treff relativ häufig, denke für mich persönlich ganz gut und fühle mich auch wieder in einem Zustand, wo es noch 90 Minuten zulässt. Was denkst du, ist für euch drin diese Saison? Ja, ich denke, es kommt darauf an, wie wir die nächsten 2-3 Spiele gegen Reutlingen, gegen Bissingen, gegen die Top-Teams, die bestreiten. Natürlich sollten wir keine Verletzten mehr dazu haben, denn Kader ist dünn genug. Haben wir unser letztes Jahr gesehen, wir haben mit einer ähnlichen Elf oder mit 13, 14 Mann letztes Jahr sehr erfolgreich gespielt. Und daher denke ich, dass wenn wir, wie gesagt, die nächsten Wochen noch ein bisschen dran anknüpfen, dass es wie letztes Jahr sein kann, dass wir bis zum Schluss sowohl Pokal als auch in der Meisterschaft ganz mitspielen können, oben dabei sind. Was sagst du zur Verpflichtung von Müslüm Yelken? War ja überraschend. Ja, ich denke, wir kennen Müslüm alle schon seit der Jugend, auch von früher. Und ich denke, seine Vita spricht für sich. Ich denke, hilft uns auf jeden Fall weiter, ist körperlich in einem guten Zustand. Und natürlich auch ein feiner Fußballer. Und man hat es heute auch schon gesehen, in den 30 Minuten, dass er uns weiterhilft. Und auch menschlich, denke, passt er ganz gut rein.